Sind die Latten auch von Kebuni? Ja, klar. Das Kebuni-Character, ja. Hält das? Hält genauso gut wie die besten Tropenhölzer. Wenn ich jetzt eine höhere Terrasse habe oder einen Balkon, kann ich ja eigentlich keine modifizierten Hölzer benutzen. Kann ich das als Deckdach nehmen? Unsere Kebuni Clear Variante, die hat eine Bauaufsichtszulassung. Wir sind das erste modifizierte Holz, was tragend eingesetzt werden kann. Die meisten Tropenhölzer oder Thermoesche zum Beispiel darf nicht eingesetzt werden. Ja. Schau mal, hier sieht man ganz gut den Unterschied. Das ist einmal unsere Kebuni Character Variante für alle, die eine natürliche Optik mögen mit einem schönen Astbild. Und das ist unsere Kebuni Clear Variante mit einer edlen Optik und ganz ohne Äste. Echt astreines Holz. Ja, und alle beiden Produkte norwegische Wertarbeit. Das sieht echt fein aus. Eine Menge Holz. Ja, das ist schon eine Investition. Aber Kebuni hat eben auch enorm gute Qualität. Wir haben 30 Jahre Garantie. Das hält im Prinzip ewig. Da können noch Generationen auf dieser Terrasse sitzen. Das ist Nadelholz, aber warum ist das so dunkel? Was macht ihr damit? Du, ganz einfach. Wir nehmen einen natürlichen Alkohol aus Biomasse und den bringen wir ins Holz ein und das härtet aus. Wir machen sozusagen betrunken. Ganz cool. Ja. Dadurch bekommt das Holz seine hervorragenden Eigenschaften und ist besonders stabil und dauerhaft. Das Gute, es bleibt weiterhin echtes Holz und wird überhaupt gar nicht so heiß wie zum Beispiel ein WPC, ein Gemisch aus Holz und Plastik. Das letzte kurze, Stefan. Ja. Sehr gut. Schöne Farbe. Echtes Holz. Was die meisten Leute nervt, ist das ewige Nachstreichen und Ölen. Das Tolle ist, wenn die Terrasse fertig ist, wir müssen nichts mehr machen, ne? Vielleicht ein paar Blätter fegen, das ist alles. Man kann Kebuni auch streichen, aber wir finden es eigentlich viel schöner, wenn man es einfach so vergrauen lässt, dass es eine natürliche graue Farbe bekommt. Diese Fassadenbretter, die sind jetzt 8 Monate alt und man sieht schon, die sind viel heller als die Terrassendielen. Kebuni wird halt im Alter immer attraktiver und nach ein paar Jahren hat sich die Farbe von Fassade und Terrasse völlig angeglichen. Ganz schönes Silbergrau. Zum Wohl. Cheers. Prost. Super. Prost. Klasse. Prost. Für mich als Architektin finde ich besonders toll, dass Kebuni eine große Vielfalt an Profilen, an Längen, an Breiten anbietet. Damit kann man sehr schöne Effekte erzielen, mit breiten Brettern, mit schmalen Brettern Felder kreieren. Und natürlich funktioniert es auch wunderbar bei großen Projekten.
auch. Genau.